Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für Überraschung X-Wing, Ausgabe Nummer 6. Ja, endlich ist das Paket angekommen mit den Heften 6 bis Nummer 9. Ja, meine Kollegen, die die Zeitung am Kiosk holen, sind ja mittlerweile schon bei Ausgabe 11, wenn nicht sogar jetzt die Woche schon bei 12, ne? Und wir hängen halt irgendwie 3 bis 4 Wochen nur mit Ausgaben hinterher, aber was soll's, ne? Ich war jetzt wirklich schon kurz davor, das Abo zu kündigen und mir die Zeitung vom Kiosk zu holen, aber jetzt genau einen Tag später, nämlich gestern am Samstag, ja, also heute ist Sonntag, wo ich das Video gerade drehe, kam das Päckchen an, unerwarteterweise, also auch ohne Paketankündigung, und deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass das sich jetzt langsam einpendelt. Falls das nächste Päckchen wieder so lange dauert, dann Cut, ja. Dann werde ich mir die Hefte auch am Kiosk holen. Ich muss dann halt bloß schauen, dass ich dann halt die Differenzhefte mir dann irgendwo noch organisiere. Aber ich denke mal, das sollte ja kein Problem sein, ne? Ja, auf jeden Fall, heute können wir endlich mal hier weitermachen mit dem guten Kollegen. Und deswegen würde ich sagen, wir machen Tüte auf, gucken uns eben die Zeitung an und dann geht's los. So, ich hoffe, das spiegelt jetzt bloß nicht zu sehr, weil die Sonne ist doch echt extrem am Scheinen gerade. Was ja eigentlich schön ist, ne? Aber rausgehen möchte ich gerade nicht. Das sind gerade minus 2 Grad hier oben auf dem Berg. Das ist mir ein bisschen zu frisch, so mit ohne Socken rauszugehen. So, gucken wir mal. Auf jeden Fall kriegen wir hier richtig, richtig viele Teile. Nämlich nur eins und ein Beutel Schrauben, wenn ich das recht sehe. Können wir aufmachen. Da ist so viel Verpackung da drum gewickelt. So, wo ist mein Messer? Folie gleich weg. Hier haben wir jetzt einen Schraubbeutel mit XW02 und dann hier diesen Cockpit. Ist das der Cockpitrahmen hier? Gucken wir gerade eben mal rein. Wo geht's los? Hier. Cockpitgehäuse nennt sich das, okay. Und 5 Stück XW02 Schrauben. Okay. Ja, an sich nicht schlecht, ne? Weil auch hier wurde wieder das Material schon ein bisschen vorlackiert, ne? Also hier so ein bisschen so grau-beige Schimmer drauf, finde ich schon mal nicht schlecht, ne? Hier auch so schwarz lackiert an der Seite, aber ich denke mal, derjenige, der später, wenn das Modell fertig ist, den großen Lostopf zieht und das Modell lackieren darf, der wird dann hier wahrscheinlich noch ein bisschen was dran machen. Da weiß ich noch nie, wem ich das machen lasse. Momentan habe ich mehrere Leute zur Auswahl. So, wir gucken eben hier rein, ne? Ausgabe Nummer 6. Oh. So. Und da gucken wir mal rein. So. Erschaffung einer Raumschiffflotte geht es heute weiter, nämlich mit dem zweiten Teil vom Bau des Filmsets. Das Studio oder ein Studio mit mehr Platz wird gesucht. Dann sehen wir hier schon viele neue oder halt so Bilder aus dem Filmset, ne, wo so die einzelnen Szenen gedreht wurden. Wie hier zum Beispiel in einem Hangar, wo der X-Wing gerade am Starten ist. Da sieht man noch hier drunter so diese ganzen Unterlagen, wo das Modell eigentlich nur draufsteht. Und hier die Aussage, ich sage euch nur eins, holt einen dieser großen Kräne. So, dann haben wir natürlich die Fliegerasse, und zwar heute mit Anakin Skywalker. Auch hier wieder viel Geschichte und Bildmaterial dazu. Dann geht es noch hier weiter mit dem Naboo Sternjäger.
Und hier kriegen wir jetzt nochmal die Pilotenanzeigen im X-Wing gezeigt. Nanu, Frosch und Malz. Im Cockpit des X-Wing befinden sich diverse Instrumententafeln, von denen der Pilot unter anderem die aktuelle Geschwindigkeit und Flughöhe sowie den Kurs des Sternjägers ablesen kann. Weitere Anzeigen und Warnlichter informieren über den Status der internen Systeme und zeigen Gefahren auf der Route sowie sich nähernde feindliche Raumschiffe an. Ja, und dann sind wir natürlich schon in der Bauanleitung, wo wir die Instrumententafeln aus der letzten Folge, die ich ja auf der Messe zusammengebaut habe, die werden wir jetzt hier in dem Rahmen gleich einschrauben. Aber zuvor gibt es noch den Blick in die nächste Ausgabe, nämlich Heft Nummer 7. Da bekommen wir dann die obere Seite des Steuerbordflügels, ein Flügeldetail und Energiekupplungen sowie Kanonenbefestigung. So, ich mache mal hier die Anleitung auf und dann nehmen wir unser wichtigstes Werkzeug, nämlich einen Schraubendreher, die wir immer so schön kostenlos dazu bekommen. Und jetzt muss ich mich gerade erstmal auf die Suche nach den Teilen machen, weil ich die nämlich von der Messe noch nicht ausgepackt habe. So, gefunden habe ich sie. Ne? Das war alles noch so, wie ich dachte. Das ist nämlich noch in einer der Kisten noch verstaut war alles. Weil ich noch nicht wirklich dazu gekommen bin, alles mal auf und auszuräumen. So, deswegen muss ich jetzt hier gerade erstmal sortieren. So, das ist Müll. Das ist der Kollege hier. Den kann ich euch jetzt hier auch nochmal im neutralen Licht jetzt zeigen. Ne? So sieht er aus. Oder hatte ich das sogar schon? Ich weiß es gerade gar nicht. So, auf jeden Fall brauchen wir diese zwei Teile hier. Und da schauen wir mal, wo habe ich jetzt die Schrauben wieder hingeräumt? Ja, okay, hier sind sie. So. Geht halt heute irgendwie alles drunter und drüber hier. So, Schräublein kommt hinaus. Okay. So, wir nehmen uns jetzt als erstes die diese Tafel hier, genau, dass wenn ich das so umhalte, ist hier die Aussparung und die weißen Lampen zu mir. Die setzen wir jetzt hier drauf. Und schrauben das Ganze von unten mit den XW02 Schrauben fest. Dasselbe Spiel machen wir mit dem hier auf der anderen Seite. Die Heizung ausdrehen hier. Ein Geblubber hier im Hintergrund. So. Okay, so, das haben wir gemacht. Dann können wir die eine Reserveschraube hier wieder reinführen. Zack. Ja, ihr Lieben, ne? Das war's jetzt erstmal für heute wieder. Aber Hauptsache, es geht überhaupt weiter. Die zwei Instrumententafeln hängen da jetzt so drin. Ne? So, von der einen Seite, so nochmal von der Seite.
Und genau, da bin ich gespannt, was wir in der nächsten machen können, in der nächsten Ausgabe. Und ich hoffe, ihr bleibt da dabei und schaltet nächste Woche Mittwoch wieder pünktlich herein, wenn es weitergeht mit Heft Nummer 7. Also macht's bis dann gut. Ciao, euer Sebastian von Deathmore Models. Tschüss.